Viele Augen richten sich heute nach Dresden. Dort sollen die Urteile gegen 8 Mitglieder der rechtsextremen Gruppe Freital fallen. Gleich mehr auch dazu und damit herzlich willkommen zu MDR um 2 an diesem Mittwoch. Unter anderem auch noch mit diesen Themen. Ja, gestern im Laufe des Tages werden sich ziemlich viele die Augen gerieben haben, als sie aus dem Fenster schauten. Nach einem gefühlten Frühlingstag war auf einmal wieder Winter. Und der hat so einige überrascht, kann man sagen, vor allem viele Autofahrer. Vielerorts war es sogar der erste richtige Schnee in diesem Winter. Und das brachte natürlich vor allem auch die in Bedrängnis, die auch heute Morgen irgendwie unterwegs sein mussten. Ja, für Autofahrer sind Winter und Schnee erklärte Gegner. Doch, es gibt Regionen und Menschen, wo die kalte Jahreszeit einfach mal dazugehört und wo man die weiße Pracht genießt. Und in diesen Genuss kommen sie jetzt auch. Also, nach Frühling, plötzlich Winter, so schön diese Winterbilder auch sind, ist die große Frage natürlich, kommt da jetzt noch mehr Schnee, worauf wir uns irgendwie einstellen sollten? Diese Frage kann uns jetzt unsere Wetterexpertin Michaela Koschak beantworten. Wie sieht's denn aus, Michaela? Zur bevorstehenden Urteilsverkündung jetzt erste Einschätzungen von meinem Kollegen Hanno Neustadt. Bis hierher, Hanno, wir schalten später noch einmal zu dir nach Dresden. Vielen Dank fürs erste erstmal. Es ist eine merkwürdige Geschichte, von der wir jetzt berichten wollen, liebe Zuschauer. Da treten 15 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Helbra im Mansfelder Land in Sachsen-Anhalt gleichzeitig aus. Ja, was zur Folge hat, dass die Feuerwehr nicht mehr einsatzfähig ist. Über das Warum wollte am Telefon niemand wirklich reden. Und auch vor Ort bleibt diese Geschichte irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Diese Entführung 2015 sorgte deutschlandweit für viel Anteilnahme. Sehen Sie heute Abend die ganze Geschichte in die Spur der Täter um 21.15 Uhr hier bei uns im MDR, liebe Zuschauer. Wir machen einen harten Bruch an dieser Stelle. Auf so einen Fund kann man wohl getrost verzichten. Ein Bauer in Thüringen stieß bei der Feldbestellung auf eine alte Fliegerbombe. Sofort alarmierte er auch die Behörden. Die rückten auch an. Die Bombe wurde entschärft. Dann jedoch platzte die Behördenbombe sozusagen. Denn jetzt soll der Bauer den ganzen Einsatz aus eigener Tasche bezahlen. Mit Säure, diese schrecklichen Taten kommen ja seit dem Anschlag auf den Finanzchef eines Energiekonzerns in den vergangenen Tagen immer wieder hoch. Dabei sind meist Frauen Opfer solcher Anschläge. Meist begangen von verschmähten Liebhabern oder Ex-Ehemännern, die sich auf diese Weise grausam rächen wollen. Das ist auch Vanessa Münstermann passiert. Doch sie will sich auf keinen Fall verstecken, im Gegenteil. Immer häufiger kommt es auch zu Übergriffen auf Menschen, die anderen eigentlich nur helfen wollen. Und da spielt es keine Rolle, ob es auf der Straße oder in der Notaufnahme ist. So wie jetzt, als ein Patient in einer Notaufnahme erst andere Patienten beleidigte und dann eine Ärztin und eine Pflegekraft verletzte. Die Ärztin, die nur helfen wollte, liegt seitdem im Krankenhaus. Für viel Wirbel und Unverständnis, als am vergangenen Donnerstag das Urteil gegen die beiden Raser von Berlin wieder aufgehoben wurde. Denn bei ihrer Raserei durch die Hauptstadt verlor ein Mensch sein Leben. Doch wie ist das mit den illegalen Autorennen? Vielen dürfte nicht bekannt sein, dass es in Mitteldeutschland eine aktive illegale Raserszene gibt, die sich auch immer wieder an ganz bestimmten Orten trifft. Polizistinnen und eine Autobahn. Gestern waren die beiden schon unterwegs, immer darauf bedacht, dass die Autobahn möglichst unfallfrei bleibt. Und heute nun sind die beiden Ordnungshüterinnen wieder 12 Stunden auf der Straße. Und da fällt ihnen zuerst ein ziemlich maroder LKW auf.